hat es offiziell angekündigt. In der Woche vom 5. bis 9. Juni soll die WWDC stattfinden, bei der der Konzern seine Software für sämtliche Geräte vorstellt. Es fliegen zwar zahlreiche Gerüchte durch die Decke darüber, hier und da kam es doch mal wieder zum Widerspruch, gerade was iOS 17 betrifft, was bei vielen Leuten eine pure Enttäuschung ausgelöst hat. Wir sprechen heute mal über die ganzen Updates und ihre Neuerungen. Bleibt also locker, legt euch entspannt zurück und vergesst bitte nicht so herzhaft zu sein und den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, let's go! Apples WWDC wird vermutlich am 5. Juni einsteigen, davon sprechen zumindest die meisten Leaks. Und dabei wurde einiges hin und her gewirbelt. Fangen wir langsam an. macOS 14 hat zwar noch keinen offiziellen Namen bekommen, es gibt aber schon Spekulationen, welche Namen es in diesem Jahr sein können. So deuten Hinweise auf Namen wie Redwood, Mammoth, California oder aber auch Pacific. Ob man von den krassen Neuerungen in diesem Update sprechen kann, das sei erstmal die andere Frage. Klar wird aber sein, dass Apple mit macOS 14 sein Betriebssystem noch näher an das iOS und iPadOS bringt. Das war zum Beispiel auch bei macOS Ventura so mit der ganzen Bedienoberfläche zu sehen. Zum Beispiel kann es sein, dass Apple weitere iPhone-Apps von iOS auf den Mac bringt oder sogar erlaubt, Widgets auch auf den Schreibtisch zu platzieren. Eine weitere bemerkenswerte Neuerung betrifft Updates. Bislang ist es nur möglich, Mac-Backups über externe Festplatten zu sichern. In diesem Jahr könnte es erweitert werden und es soll dann auch ganz wie beim iPhone der Fall sein, dass man Mac-Backups auch über die iCloud sichern kann. Der Punkt hier ist aber, dass Apple definitiv mehr iCloud-Speicheroptionen anbieten muss. WatchOS 10 bekommt auch in diesem Jahr natürlich ein neues Update. Und das soll ein umfangreiches Update werden, wie es laut einigen Quellen heißt. Wie die meisten vielleicht schon wissen, wird es wieder mal verschiedene neue Ziffernblätter geben. Das einerseits. Andererseits soll aber auch die Benutzeroberfläche bemerkenswerte Änderungen zu spüren bekommen. Auch soll Apple beim Update sein Apple Watch Sportprogramm weiter ausbauen. iPadOS 17 und iOS 17 sind vermutlich die Highlight des Events. Wir lassen mal die Spannung auf iOS 17 weiter steigen und schieben das Ganze mal ans Ende des Videos. iPadOS 17 soll zugleich auch das Supportende für einige iPad-Modelle sein. Aus der Reihe sollen nämlich in diesem Jahr das 9,7 Zoll iPad Pro der ersten Generation, das 12,9 Zoll iPad Pro der ersten Generation sowie das iPad 5 fliegen. Zu den Neuerungen sollen 10 Verbesserungen bei der Arbeit mit dem Apple Pencil, gerade in die neuesten iPad-Modelle, mehr Funktionen beim Stage Manager und ebenfalls eine Verbesserung bei der Verwaltung des Home und des Lockscreens. Und nun war es das erstmal mit dem Video an dieser Stelle. Nein, Spaß. Bevor die meisten jetzt wieder rausklicken, natürlich auch zu iOS 17. Okay, erstmal eine ganz ernsthafte Frage an alle, die noch schauen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Apple zum allerersten Mal ein Kontrollzentrum aufs iPhone gebracht hat? Früher war es ja noch das iPhone mit dem Home-Button und von unten musste man dann auf dem Display hochwischen und kam dann zum Control Center, also Kontrollzentrum. Beim iPhone X oder 10 war es dann über das Herunterfischen links neben der Notch und das hat dann auch das ganze Display überdeckt. Nun soll Apple in diesem Jahr weiter am Kontrollzentrum schrauben und es noch benutzerfreundlicher machen, was die Verwaltung und Personalisierung angeht. Weiterhin soll sich Apple zumindest eine Aufforderung von der EU sogar darüber Gedanken machen, wie es sämtlichen Nutzern gestattet, das sogenannte Sideloading zu vollziehen. Also das Herunterladen von Apps aus anderen Quellen als nur dem App Store. Außerdem soll iOS 17 die nächste Generation des CarPlays mitbringen. Wie man weiß, werden heute die meisten Autos mit Displays und so weiter und so fort ausgestattet, die viele Informationen für den Nutzer liefern und genau das möchte Apple ausnutzen. So soll CarPlay jegliche Displays dieser Autos nutzen, um wirklich alle Displays in einem Fahrzeug mit Informationen zu liefern. Interaktive Widgets wären damit auch zu begrüßen, die Nutzer erlauben, Arbeiten einer App direkt auf dem Homebildschirm durchführen, ohne vorher die App irgendwie öffnen zu müssen. Das Dynamic Island wird vermutlich auch einige Funktionserweiterungen bekommen. So wird es eventuell möglich sein, beispielsweise Fotos zwischen zwei Apps so einfach zu übertragen, dass man das Dynamic Island einfach als Zwischenablage nutzt. Wenn ihr mich fragt, finde ich diese Option absolut genial. Im Großen und Ganzen möchte Apple sich zudem mehr auf Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen fokussieren. Außerdem bestätigt man, dass Apple in diesem Jahr in der Tat auf seine Nutzer hören will und die am meist erwähnten Funktionen seiner Nutzer umsetzt. Was wünscht ihr euch so für coole Funktionen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten soll es das jetzt aber wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
See you later und ciao.